Ja, meine Lieben, was wird es denn nun? Ein Junge, ein Mädchen, zwei Jungen, zwei Mädchen, Junge und Mädchen. Die mich privat kennen, wissen es schon, aber natürlich möchte ich das natürlich nicht für alle Leserinnen geheim halten. Und deswegen enthüllen wir heute, oder ich zeige euch besser gesagt, ein paar Videos und Fotos von unserem coolen, was wird es nun, Shooting, Junge oder Mädchen? Und da könnt ihr sehen auf jeden Fall oder vielleicht lesen, was wir denn erwarten und was unsere Familie sozusagen vergrößert hat. Wir sind schon sehr gespannt und die ersten Klamotten haben sich auch eingefunden, die zeige ich euch dann im nächsten Vlog. Ansonsten ist diese Woche nicht viel passiert, außer irgendwie viel Arbeit und viel zu tun. Wir haben endlich diese Rezepte da also angerufen, überall und Termine vereinbart, was gar nicht so einfach war. Ich habe euch ja letztens die ganzen 5 Zettelchen gezeigt. Und das sind jetzt im Endeffekt 3 Termine geworden an 2 unterschiedlichen Adressen. Und das eine ist auch 2-mal irgendwie in Copacabana, was doch irgendwie ein Stückchen weiter ist. Also es geht noch, aber ein bisschen Fahrerei. Von daher mal schauen, wie das wird. Ich halte euch auf dem Laufenden. Aber immerhin haben wir auf jeden Fall die Termine bekommen in der gewünschten Zeit. So nach, ich würde sagen, so eine Stunde Rumtelefoniererei war es dann auch mal fertig. Mein armer Mann, der Ivan, mag das nämlich gar nicht, da anzurufen. Aber der hat sich da wirklich gut geschlagen. Ansonsten zeige ich euch einfach ein paar Videos und Bilder von unserem tollen Shooting und freue mich dann schon auf nächste Woche.